Ladies and Gentlemen, würdigen Sie zwei Kämpfer und es wird einen würdigen Titelträger geben. Ihr Applaus für Dimitri Isak und Joel Batobo. Keiner sollte sich täuschen lassen. Dimitri Isak, der wirkt immer so ruhig, fast ein bisschen schläfrig. Aber wenn es zur Sache geht, dann ist er hellwach und blitzschnell. Ganz wichtig, wenn du in den Käfig gehst, nie einen Gegner unterschätzen. Weil so viel, was da passieren kann, ein Schlag kann entscheiden, ein Takedown kann entscheiden. Erste Runde, es werde laut im Saal! Titelkampf im Federgewicht bei We Love MMA zwischen Dimitri Isak und Joel Batobo. Erstmal abtasten hier, ein paar Hände raus, links, rechts von Batobo, eine rechte von Isak hinterher. Kurzer Kick. Wir bewegen sich beide gut. Oh, Batobo, das war eher gestolpert, das war keine Wirkung, die er erzielt hatte, aber Isak ist erstmal nach hinten gegangen. So, Batobo bringt sich jetzt langsam in die bessere Position, weil er kurzzeitig mit dem Kopf recht tief unten. Isak versucht es mit kurzen Körpertreffern und richtet sich auf. Batobo versucht sofort den nächsten Takedown. Hart Treffer, die Isak da macht. Wieder, genau. Da kannst du in der Position nicht verweilen. Wenn die Ellenbogen von oben einschlagen, musst du da weg. Dann muss er seinen eigenen Kopf schützen auch. Und nächster Takedown. Hier sitzt direkt vor uns hier. So, hohes Abschieben, Abwerfen, was Isak probiert, aber Batobo klebt dran, ist dran, klammert. In deinem Tempo, Joel. Oh. Batobo hat die Rechte von Isak so eingezwickt. Ja, alles gut. Schön. Treffer zum Körper. Genau, und jetzt sitzt er drin. Full Mount für Joel Batobo. Gefährliche Situation für Isak. Rückenposition. Isak musste aber auch rauskommen. Er muss da weg. So, er darf sich abstützen am Käfig. Das macht er Dimitri. Da ist der Griff von Batobo. Das haben wir heute schon mal gehabt und auch hier. Er könnte sogar noch richtig gut reinrutschen. Noch ist er so, dass Isak die Hand wegnehmen kann. Ganz gefährlich, weil die Kämpfer sind jetzt auch noch trocken. Du bist doch nicht geschwitzt, du kommst da schwierig raus. Oh, das wird hart. Das wird hart für Isak. Er hat den Kopf zur Seite gedreht, damit das Kinn... Ja, aber der Druck ist zu stark. Da kommt er nicht mehr raus. Ist ruhig abgeklopft, abgetippt. 2,5 Minuten Kampfzeit sind rum. 2,5 Minuten in der ersten Runde. Und nach 2,5 Minuten in diesem Duell heißt der Sieger und damit der Champion im Federgewicht Joel Batobo aus München. Ich vermute, gleich haben wir die ganze Familie im Käfig. Da ist der nächste Kandidat. Joel wird gerade umarmt von Mohamed Trabelsi. Trainingspartner, bekannter Kämpfer. Da am Anfang, da haben sie sich erstmal abgetastet. Dann dieser Treffer am Körper. Ja, da ist er mehr geschoben worden, Dimitri Isak. Aber ab diesem Moment war Batobo dann auch am Drücker und hat ihn sich peu à peu zurechtgelegt, bis hier dieser Griff den Kampf entschieden hat. Gerade in der ersten Runde kannst du natürlich auch so eine Mission-Technik, so eine Wirkentechnik hervorragend ansetzen. Da bist du noch frisch, du hast noch voll Power, die Kämpfer sind noch relativ trocken, da kann man auch nicht mal so rausflutschen. Und das hat Batobo natürlich sehr, sehr gut hier gemacht. Aber Dimitri Isak braucht da nicht traurig sein. Klar, natürlich ist er hier gekommen, weil er selber Champion werden wollte, weil er sich den Titel holen wollte. Logisch! Wir haben es gehört, er hat ein großes Herz, auch mit seiner Heimat nach wie vor die Verbundenheit mit der Ukraine. Und Batobo trägt hier die Farben seiner Eltern, denn die stammen aus dem Kongo. Ladies and Gentlemen, ein wundervoller Abend geht zu Ende. Jedenfalls habe ich es so empfunden. Wir hatten 8 wirklich schöne Kämpfe, wir hatten große Kämpfe, wir hatten
unglaublich harte Kämpfe und wir hatten einen sehr, sehr würdigen Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine alte Wahrheit, so ein Sieg ist genauso wertvoll, wie er teuer war. Das heißt, ich möchte als allererstes einen großen Applaus für den Mann haben, der den Titel teuer gemacht hat. Applaus für Dimitri Isak. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil. Der Kampf endete nach 2 Minuten 38 Sekunden in der ersten Runde bei Rear Naked Choke. Referee Stoppage durch Jay. Der Sieg und damit der Titel geht nach München an Joel Bartomo. Heel of MMA Federgewichtschampion Joel Bartomo hier aus München. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen, der Titelträger im Federgewicht, der Joel Bartomo. Als allererstes, was geht ab, München? Super, seid eine geile Crowd. Danke. Erstmal will ich mich bedanken, dass ihr alle da wart. Das ist eine super Crowd. Krasse Leistung, ich bin ein bisschen überwältigt, sorry Leute. Zu so einem Sieg gehört so viel dazu. Wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt. Es ist nicht nur dieser eine Kampf, es sind die Kämpfe davor, dazu gehört die Amateur-Karriere noch dazu. Vielen Dank.